Ja, hallo Leute, hier wieder Eutoso mit Let's Play Skyrim angezockt oder mehr. Wir sind da gerade aus dem Ödhügelgrab ja, raus und unser Elf ist da einfach mal verschwunden. Ah, da unten, der ist da schon runtergesprungen. Ich weiß zwar nicht, ob wir das können. Wir werden da kurz mal jumpen ein wenig. Ja, das geht ohne Probleme. Gut so. Und was noch ist, wir haben da einen Aufstieg. Hopp, neue Stufe. Und eine neue Stufe zu erhöhen, das Attribut wählen. Wir wählen nochmal Magiker. Und dann schauen wir gleich, ein Talent zu verbessern wäre da die Möglichkeit, doppelter Zerstörungszauber. Und das war's dann auch schon, ja? Wiederherstellung, da gibt es dann nichts mehr für uns. Okay, so weit, so gut. Wie sind wir aufgerüstet? Gleich mal nachschauen. Jawohl, passt auch schon wieder. Und ich frage mich ja, soll ich da jetzt, ja, da können wir nichts untersuchen. Sollen wir da jetzt zurück? Wir müssen da, wir schauen nochmal auf der Karte nach, ja, und der ist auch schon müde und wir sind alle müde, ja, pipapo, schmarrn. Wir müssen da jetzt wieder her und diese Gegend haben wir uns noch nicht angeschaut. Wir werden einem Fluss entlang hirschen und schauen, dass wir hierher kommen. Vielleicht erleben wir noch so einiges oder auch nicht. Aber mal sehen. Wir laufen da mal zu und eben die Flusslandschaft, die haben wir auch noch nicht so richtig, ne? Unter die Lupe genommen. Da ist ein Fuchs, Leute. Und ist der böse? Hallo, Alter. Ne, den lassen wir, ja? Wir lassen die Tiere einfach mal so leben. Und schauen uns nur mal die Umgebung an. Ist ja auch mal schön, Leute. Es wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Hoffe ich doch. Und wir laufen da mal zu, ja? Ist ja wirklich geil, diese Umgebung. Vielleicht können wir da was sammeln auch gleich mal. Na komm, Tosita. Mach mich nicht schwach. Also bei Fallout gab es die Möglichkeit, ja. Disteln gibt es genug hier. Das Gesichtsfeld einfach mal zu leveln und ich weiß nicht wie und wo. Aber da habe ich eine Hütte entdeckt. Und bevor wir nicht wissen, ob die jetzt gut oder böse ist, schauen wir da mal ganz still und heimlich vorbei und sagen, aha, hallo, still und heimlich von wegen. Die Anises-Hütte entdeckt. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay, reden wir mal mit dir. Es ist schwer, hier draußen über die Runden zu kommen, aber ich schaffe es schon. Okidoki. Und das war alles? Noch einmal? Es ist so schön, Besuch zu haben. Noch was zu sagen, Mädel? Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Okay, Mädel, wir sehen uns wieder. Anise, hm? Anise. Lauch sammeln. Okay, wir nehmen da alles. Es ist so schön, Besuch zu haben. Alles mal weg. Okay, mehr brauchen wir nicht. Wir schauen da mal rein, wenn wir dürfen. Wir stellen nichts. Wir schauen nur mal. Das können wir auch nur lesen. Ist ja eine heimelige Hütte, ja. Das könnten wir alles stehlen. Wollen wir aber nicht, gell? Also Anis, Schatz, und du sitzt da? Wie spät ist denn überhaupt? Ah, es ist abends. Na klar, sitzt du da auf der Veranda, auf deiner? Es ist so schön, Besuch zu haben. Okay, gut. Das war's dann auch. Ciao und tschüss und wir sehen uns wahrscheinlich wieder, weil umsonst sitzt du ja nicht da in der Ecke. Und
Da unten ist der Fluss und wir sind schon auf dem richtigen Weg, nehme ich an. Oh oh. Wer ist denn das da? Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Balbus, ja, das kann schon sein. Was ist denn mit dir? Was kann ich für euch tun? Ja, mal hallo, alter Fuchs. Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Er wird meinen Geschmack ja für so kultiviert halten, wenn ich sie ihm anbiete. Ihr habt vom Feinschmecker gehört? Ne? Das nie von ihm gehört, okay. Ihr habt noch nie vom Feinschmecker gehört? Dem Autor von Erlesener Geschmack? Er ist ein wahrer Zauberer des Kochlöffels. Nun, nicht wirklich ein Zauberer, aber seine Rezepte sind legendär. Aha. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt im Himmelsrand ist. Okay, und? Ja? Ja, das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Mal. Also, Feinschmecker, Himmelsrand, hurra. Vielleicht finden wir den ja auch noch. Da, die Ecke, ja, kennen wir die? Ist das der Wachturm? Nö, das ist der Tempel, denke ich mal. Und wir müssten da ja bald einmal... Ah, passt schon, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, nicht verlaufen. Geht ja auch gar nicht, links der Berg und rechts der Fluss. Und ein Hase. Und da ist ja auch schon ein Weg. Ah, wir schauen da gleich mal rauf. Das ist der Wachturm, Leute. Ja, Hasen gibt es da einen Haufen, hä? Was war denn das jetzt da? Schürfenerz? Eisenerzader. Aha. Ja, dann schürfen wir mal. Dafür brauchst du eine Spitzhacke. Okidoki, Leute. Das haben wir nicht dabei. Egal, dann gehen wir mal runter wieder und wissen jetzt, wir brauchen eine Spitzhacke und unser Elf wird die auch für uns dann tragen, nehme ich an. Ja, der ist gut als Backesel. Von wegen, der sucht das, seht ihr? Der steht noch immer in der Gegend rum da drüben. Okay. So, und das sind jetzt Wegmarkierungen? Ja, sind es. Sollen wir jetzt auf Jagd gehen einmal? Probieren wir es. Vielleicht geht da was weiter. Wir sind ja gelevelt. Komm. Ja, super. Angeschossen und dann das... Und weggeschwemmt. Ah, der hat einen Amethyst geschluckt, Leute. Okay. Fellgeweih, Wildbrett. Und wir gehen jetzt unter, weil wir sind ja bald einmal zu schwer. Und Eisenpfeile hat er auch, ja, okay. Okay, jagen können wir, Leute, wir essen das Fleisch natürlich, wir töten nicht so aus Vergnügen, ist ja mal klar. Und wir sollten da wieder rüber, weil ich wollte mir die andere Seite des Flusses ansehen. Und der braucht schon 4 Pfeile, Leute, also mindestens 2. Und ja. Und wir sind ja auch schon da. Ja, hurra, Leute. Dann wieder rüber und gegen die Strömung. Schwimmen geht ja. So.
Und? Der Elf kann nicht schwimmen? Wo ist denn der schon wieder? Ah, da ist er. Ja, ja, komm. Du Feenföhrenwald. Gut so, da ist eine Wache und wir müssen aber da rein. Sagen wir mal Hallo? Nehmen. Hallo. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ist okay. Bis zum nächsten Mal. Machen wir doch glatt. Und da, Handelskontor, wir sind ja schon da. Na komm, jetzt bin ich neugierig, was für eine Belohnung der uns dafür gibt. So. Na, zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Ja, ist okay. Soll ich die jetzt retour geben? Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Aber wir brauchen die ja eigentlich nicht mehr. Wir haben ja alles, gell? Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ja, schon, gell? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das und vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Goldene Klaue. 400 Gold hat uns gegeben für die Klaue und für das Gemetzel. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Okay. Du sitzt da den ganzen Tag nur herum. Ja, ist klar, dass du ja keinen findest. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen. Das stimmt, aber ihr zwei habt ja ein Bunch, oder? Wie ist denn das? Kann ich dir jetzt den Auftrag geben? Bin immer noch da. Ihr müsst was für mich tun, ja? Dann, sagen wir mal. Na schön, was denn? Ja, Begleiterbefehle. Du bist im Befehlsmodus, um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen. Bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und drücke dann A, ja? Um einen Befehl zu erteilen, um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke B. Okay. Was braucht ihr? Die Zielhilfe, was ist denn das jetzt? Aha. Angriff, Camilla. Oh, oh. Na, du solltest mit ihr flirten. Aber sonst noch etwas? Egal. Ja, wir verkaufen unser Zeug. Das Handelskonto hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist okay. Leute, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und verkaufe das ganze Zeug. Okay. Wir sehen uns gleich meine wieder. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Ich weiß. Mein Kopf steckt mal wieder in den Wolken. Vergesst einfach, dass ich etwas gesagt habe. Okay, Leute, das war's wieder mal. Ja, wir haben da alles verkauft. Wir haben die Belohnung kassiert, ja. Und, was werden wir jetzt noch machen? Ich denke, das war's für dieses Video. Vielleicht etwas Besonderes. Ja, hast du was auf Lager? Ich denke nicht. Gut so, Leute, das war's wieder für dieses Video. Wir haben da unseren Lohn eingeheimst und, ja, werden uns dann gleich wieder mal auf den Weg machen, ja, zum nächsten Quest. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ja, wir haben da ein paar Leute getroffen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso verabschiedet sich mit seinem Faindal. Ciao, Leute. Viel Spaß noch.